Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Smart Heads Europe, dein Kanal, wenn es um die Themen geht, Job, Geld, Leben, Business. Schön, dass du wieder zu uns gefunden hast. Die Immobilienkrise ist jetzt ganz offiziell da. Die Tagesthemen haben über sie berichtet. Und was soll ich dazu sagen, wenn aus Prognosen Fakten werden? Denn wer den Kanal schon länger verfolgt hat, der weiß, dass ich schon seit Jahren vor einer Immobilienkrise, vor einer Blase warne. Wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich mich jetzt am besten verhalten? Was mache ich jetzt am besten, um finanzielle Ausfälle zu vermeiden? Dann habe ich einen Tipp für dich. Dann bleib unbedingt dran, abonniere unseren Kanal, teile und like unsere Videos. Und wenn du Mitglied unserer Telegram-Gruppe noch wirst, dann profitierst du vorab von sehr, sehr wertvollen Informationen. Verlieren wir keine Zeit und legen gleich nach einem Intro wieder sofort für euch los. Ach, was waren das für schöne Zeiten. Ich bin Legastheniker, ich habe 2000 Euro Nettoeinkommen und durch eine bebilderte Anleitung von einem Coach bin ich jetzt Immobilienmillionär geworden. Und du kannst das auch. Ja, so schön waren immer die Stories, die man sich anhören durfte, jede Woche, Woche für Woche. Und man findet natürlich auch noch diese schönen Stories auf YouTube. Und was machen die Coaches? Ich habe es ja schon vor 2-3 Monaten gesagt in meinem Video, das Immobilienmassaker 2023. Sie fliegen ganz tief über dem Radar. Es werden wieder Steuerseminare angepriesen. Es werden andere Verkaufsmöglichkeiten angeboten. Aber Immobilien momentan werden doch sehr, sehr stark zurückhaltend bepriesen. Und das hat auch einen Grund, weil nämlich diese Leute nämlich später dafür verantwortlich gemacht werden, für das Scheitern vieler Leute. Und ich habe es ja immer wieder gesagt, im Einkauf liegt natürlich die große Chance, Gewinn zu erzielen. Und das haben viele Leute auch gar nicht verstanden. Weil ich habe es immer den Leuten am einfachsten Beispiel versucht mitzuteilen. Wenn du einen Porsche kaufst, der hat einen Listenpreis von 100.000 Euro, würdest du den dann für 250.000 Euro kaufen? Natürlich nicht. Und genauso war es auch mit Immobilien. Nur bei Immobilien ist es nun mal halt ja nicht so wie beim Porsche. Ja? Die sehen anders aus, die haben andere Eigenschaften, Beschaffenheitsmerkmale, ja, währenddessen ja ein Porsche oder ein Auto ja immer ungefähr gleich ist, besonders wenn er von einer Firma kommt, das kann man natürlich mit Immobilien nicht so vergleichen. Aber was ich euch damit nur versucht habe mitzuteilen, das ist natürlich, dass es nicht ewig nach oben gehen wird. Und wenn die Preise schon relativ hoch sind, also astronomisch hoch, dann werden sie nicht noch weiter astronomisch hoch steigen. Das ist einfach ein Naturgesetz, das ist auch so. Und ich blende es hier nochmal ein, für alle, die mir nicht glauben, von den Tagesschau oder von den Tagesthemen hier, den Beitrag, dass die Immobilienkrise in Deutschland jetzt endgültig angekommen ist. So, da braucht auch keiner mehr was sagen und so weiter, du mit deinem Schlechtreden oder sonst was, sie ist da, Punkt. Die Frage, die sich jetzt aufstellt, ja, für viele Leute, die jetzt schon, sage ich mal, langsam Angstzustände bekommen, weil sie gar nicht wissen, ja, wie das weitergeht, ja, ob sie jetzt vielleicht besser noch ihre Immobilie veräußern sollten. Da gehe ich später noch drauf ein. Aber Tatsache ist, wer jetzt weiter auf solche Coaches setzt, wer jetzt weiter glaubt, der Staat wird einen retten oder mein Bankberater wird einen retten, das ist ja immer wieder dieses Lustige, ja? Und deswegen habe ich auch kein Mitleid mit diesen Leuten, wenn die absaufen, wenn die finanziell in die Knie gehen, weil sie gar nicht anders verdient haben. Die meisten Leute sind absolut staatsgläubig, coachgläubig und bankberatergläubig. Und wenn du dir nicht selber deine eigene Meinung, dein eigenes Bild machst, das kann sowohl für politische Gegebenheiten sein, als auch für wirtschaftliche Gegebenheiten sein, dann wirst du absaufen. Vertrau niemals einem Menschen. Und das ist ja auch das, warum die Leute uns einfach, ja, wenig Glauben schenken. Weil man einfach zu negativ ist, weil man einfach denen, sag ich mal, den Kuchen nicht gönnt und so weiter und so fort. Und weil man ja auch einfach das neidet, dass Leute schnell reich werden. Liebe Leute, schnell und gut, schnell backe ich einen Kuchen von Dr. Oetker. Der schmeckt auch, ja, den kann man auch Freunden und Bekannten vorsetzen. Aber schnell reich werden, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und selbst, und da grätsche ich nochmal ein, ob jetzt dieses Thema der Steuerprivilegien, ja, 10 Jahre halten, ja, eine Immobilie halten und dann steuerfrei veräußern, ob das noch Bestand haben wird, das kann ich natürlich auch an dieser Stelle nicht sagen. Aber ich würde auch an dieser Stelle mal große Fragezeichen da dran setzen. Das betrifft nämlich jetzt die Leute, die jetzt denken, okay, ich halte und verkaufe es dann vielleicht in 2-3 Jahren steuerfrei. Wir wissen nicht, was der Markt bringt. Tatsache ist,
dass sich seit Sommer diesen Jahres der Wind gedreht hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal auf das Geschäftsmodell Flibbly Flip, Flibbly Flop eingehen. Also die meisten wissen, was ich damit meine. Weil man muss ja schon vorsichtig sein, es gibt auch schon Leute, die sich solche Begriffe rechtlich schützen lassen. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Also die glauben wirklich, dass sie mit diesem Begriff jetzt noch Leute anködern können, ja. Und da gibt es noch viele Dumme auf dem Markt, klar. Weil für Immobilien brauchst du nicht viel, ja. Das ist im Gegensatz zum Autos, ist es noch die Lage, die noch hinzukommt, ja. Die Stadt, die regionalen Begebenheiten und wer jetzt denkt zum Beispiel, ja, ich kann jetzt mit diesem Geschäftsmodell, ich kaufe was ein, repariere es und verkaufe es dann wieder Gewinn bringen. Da sollte sich ja auch mal rumgesprochen haben, dass die Baukosten, die Baumaterialien, die Rohstoffe ja auch immens gestiegen sind, ja. Und da gibt es jetzt auch schon lustige Leute, die dann so rumfahren und so Werbung machen und so weiter und versuchen Geld einzusammeln, so eine Art Crowdfunding, ja, wo man einfach versucht, Geldgeber zu finden, ja, die mit lukrativen Provisionen zu ködern, ja, wenn die sich, oder einer Gewinnbeteiligung, wenn die sich an diesen Flibbly-Flip, Flibbly-Flop Projekten beteiligen. Und auch da kann man gar nicht absehen, wie hoch die Kosten für Sanierungen sind. Ja, das muss man doch auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, ich kann doch heute nicht abschätzen, was 2023 jetzt, sag ich mal, Ziegelkosten, ja, Dachpfannenkosten, das weiß ich doch gar nicht. Ja, und was ich damit sagen will, ist letztendlich, das sind doch alles Sachen, die momentan auf einem sehr, sehr dünnen Eis stattfinden. Und wer so blöd ist und denkt, ich gebe da jetzt nochmal 50.000, ich pumpe mal 50.000, 100.000, ja, in so ein Projekt rein, der hat sich damit auch leicht das eigene Grab geschaufelt. Aber das ist ja immer diese Denkweise. Und das sind die Leute, weil es gibt ja immer dieses Drei-Säulen-Prinzip, ja, Immobilien, Aktien und Edelmetalle. Und das habe ich immer wieder auf diesem Kanal gesagt, ja. Immobilien sind nur ein Bestandteil. Und diese Hochphase, was es ja immer, diese drei Säulen besagen ja immer, dass es ja ein Umschichtungsprinzip ist. Das heißt also, wenn eine Säule oben am Zenit angekommen ist, verkauft man die und schichtet die in preiswerte Untersäulen, wie zum Beispiel dann Aktien, die momentan ja vielleicht günstig sind, oder andere Edelmetalle, die momentan günstig sind. Wir sprechen mal kurz Silber an und so weiter. Der Kurs war ja vor ein paar Monaten noch, also wirklich ein Spottpreis, ja. Die schichten das dann um. Das haben die Leute nie verstanden, weil die gar nicht weiterdenken. Die denken auch Immobilien, das ist schön. Die sind natürlich dann auch mal, viele sind natürlich auch nur in einer Stadt aktiv. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Ja, also das ist im Gegenteil, das ist auch vorteilhaft, wenn man in seiner Heimatstadt zum Beispiel dann geschäftlich tätig ist. Aber es ist ja nur ein Bestandteil. Und wer keine Backup-Versicherung hat, der wird scheitern. Und wer es mir nicht glauben will, wir haben hier nochmal von VDP Research, haben wir es nochmal eingeblendet. Die haben eine wunderschöne Prognose dazu abgebildet, wie stark der Immobilienmarkt momentan abrauscht. Also da könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Geht auch auf die Seite von VDP Research. Da könnt ihr euch die PDF-Dateien runterladen. Die ist wirklich sehr, sehr gut. Ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen, da sich mal weiterzubilden. Und das ist natürlich Arbeit. Wenn man sich in diese Materie einarbeitet, dann muss man, wie gesagt, wirklich auch mal selber das Heft in die Hand nehmen, Initiative ergreifen oder von mir aus Traubenzucker nehmen und dann auch mal wirklich selber sich ein Bild von der Meinung zu machen und sich nicht alles immer von anderen Leuten vorkauen lassen. Also, was haben wir? Wir haben verschiedene Baufinanzierungsplattformen, die bereits auch überall bekannt geben, dass die Nachfrage nach Baufinanzierungen drastisch abgenommen hat. Und woran das liegt, das möchte ich euch auch nicht weiter erklären. Das weiß auch jedes Kind, es sind die gestiegenen Zinsen. Die EZB hat auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, was Zinserhöhungen anbelangt. Und ja, es wird immer unlukrativer, aber das hat auch nicht nur den Immobilienbereich mittlerweile getroffen. Das hat sowohl auch die Gebrauchtwagen, die Automobilbranche getroffen, ja, weil auch da immer die Banken jetzt immer mehr vorsichtig werden. Wie, an wen vergebe ich jetzt einen Kredit? Ist der wirklich so kreditwürdig, ja, dass der auch wirklich 10 oder längere Zeit dann auch diesen Kredit abbezahlen kann, ja? Das hat natürlich jetzt auch die Banken mittlerweile alarmiert. Die haben ja vorher die Kohle rausgehauen, ja? 2020 und so weiter, da ist Geld geflossen, da haben Leute von Corona-Hilfen, haben sich Autos gekauft und haben dieses gemacht und haben das dann erstmal schon wieder in die Firma investiert und ach, da sind die tollsten Sachen gelaufen, ja? Und man hat sich irgendwie immer selbst beweihräuchert und selbst gefeiert und hat Personal eingestellt. Und jetzt,
wo es sich wirklich jetzt, wo es sich jetzt Ende 2022 doch wirklich für jeden da draußen abzeichnet, dass eine Rezession da ist, die klopft nicht schon an die Tür, die hat den Vorschlaghammer schon genommen, ja. Da fangen natürlich viele Leute an und sagen, vielleicht sollte ich doch 2023 mal ein paar Leute entlassen. Vielleicht muss ich ein paar Sachen abstoßen, ja. Das wissen die gar nicht, ja. Oder fangen jetzt erst an, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Doch für viele ist es mittlerweile schon zu spät. Das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen. Und kommen wir zurück auf das Thema Immobilien. Viele gehen ja auch schon hin, das ist jetzt der nächste Punkt, und sagen so, wenn jetzt die Preise sinken, dann kaufe ich jetzt schon. Dann scharren die jetzt schon mit den Hufen und fragen sich, wann ist denn der beste Zeitpunkt, so eine Top-Immobilie denn überhaupt kostengünstig zu kaufen? Denn sogar in München sinken die Preise mittlerweile signifikant, ja, in Frankfurt auch. Und viele Leute denken schon, das ist jetzt ein Kaufgrund, das ist er nicht. Und ich möchte dir auch in diesem Video nochmal ganz klar an die Hand geben, warum du momentan vielleicht die Füße stillhalten solltest mit Immobilienkäufen. Auf euch in Deutschland wartet ja noch eine Grundsteuerreform. Auch das ist beschlossene Sache. Die tritt ab 2025 in Kraft. Und dass es nicht billiger werden wird, das sollte auch für jeden normal denkenden Menschen auf der Hand liegen. Die Frage ist nur, wie teuer wird es denn werden? Und die Frage kann ich euch natürlich auch nicht beantworten. Ich kann auch nicht sagen, das wird sich drastisch erhöhen oder das wird sich minimal erhöhen. Ich habe hier keine Glaskugel. Ich möchte hier auch keine Panik machen. Ich weiß es einfach nicht. Es weiß keiner. Aber das sollte man, wie gesagt, wirklich mal im Hinterkopf behalten, ja? Dass es vielleicht drastisch teuer werden könnte. Könnte, konjunktiv, ja? Und das blenden viele Leute aus. Das blenden absolut viele Leute aus. Denn das sind weitere finanzielle Belastungen, die auf euch zukommen werden. Und irgendwann wird es besonders private Leute treffen, die irgendwann sagen, Mensch, ich kann meine Immobilie nicht mehr halten. Das Gleiche betrifft ja auch die Erbschaftssteuerreform. Ich bin kein Steuerberater, ich möchte da auch gar nicht groß ins Detail gehen. Tatsache ist, dass natürlich die Wertsteigerung der Immobilien natürlich jetzt auch für die Erbschaftssteuer immer mehr ja, an Bedeutung gewinnen. Ja? Man hat natürlich auch erkannt, der Staat hat natürlich auch erkannt, dass die Erbschaftssteuer viel zu niedrig bemessen war und versucht natürlich jetzt, weil die Immobilien ja bis vor kurzem noch drastisch angestiegen sind, natürlich auch da mehr Steuern aus den Bürgern rauszupressen. Auch da denken die meisten Leute nicht dran. Viele Leute rennen ja jetzt schon zum Notar und versuchen jetzt schon durch Schenkungen auch sozusagen die Kosten noch zu minimieren, weil das ab 2023 ja alles teurer wird. Und es wird sich irgendwann nicht mehr lohnen. Es gibt jetzt schon Dokumentationen, oder Reportagen, wo die Leute sagen, also wir können diese Erbschaftssteuer, die dann anfällt, nicht mehr bezahlen und müssen dann gezwungenermaßen die Immobilie veräußern. Und das ist an dieser Stelle nochmal mein ganz heißer Tipp, wenn du nicht weißt oder wenn du dich momentan auf dünnem Eis bewegst und möchtest nicht einkrachen, möchtest nicht ins kalte Wasser fallen, dann verkauf jetzt die Immobilie. Das ist natürlich jetzt kein finanzieller Rat, aber ich eine finanzielle Erwägung, so möchte ich es mal positiv formulieren. Ja? Denn bevor du nämlich richtig miese machst, bevor du nämlich gar nichts mehr für deine Immobilie hast, denn auch hier mit der Immobilienkrise, nochmal auf dieses Video, ich habe mir das ja auf YouTube von der Tagesschau angeschaut, da sagt ja auch die Maklerin, das ist, deckt sich ja mit dem, was ich euch immer sage. Es gibt viele Immobilien auf dem Markt, aber wenig Käufer. Also sagt die Maklerin, wir haben viel zu tun, aber uns fehlen halt die Käufer. Und denk mal drüber nach. Und die Immobilien stehen. Und es ist jetzt noch nicht diese Torschusspanik entstanden. Ja, also das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Fakt ist, dass Geld wieder Geld kostet. Das ist so. Also die Zeit der billigen Kredite ist vorbei. Und dass die Leute halt ganz einfach, dass diese Panik auf dem Markt noch nicht eingetreten ist. Ich nenne das die Phase der finanziellen Not. Und das ist dann dieser Massenverkauf. Der findet so peu à peu statt. Und danach, wenn dann erstmal die Preise gebrochen sind, das heißt ins Bodenlose fallen, dann wird für viele Jahre erstmal eine Abscheu an Immobilien bestehen. Wenn viele Leute sich hüten, überhaupt eine Immobilie, sich mit dem Thema überhaupt näher zu beschäftigen. Und das sind halt alles so Phasen, in die wir mittlerweile reinkommen. Und wir haben mittlerweile die Krisenphase erreicht. Wir befinden uns im Anfang der Krisenphase im Immobilienbereich und nicht nur da. Und auch die Pleitewelle, da möchte ich schon mal etwas vorweggreifen für das nächste Video. Dies ist natürlich nicht mein letztes Video gewesen. Es ist das letzte Video für dieses Jahr gewesen und wenn du dieses Video bis zum Ende dir angeschaut hast, dann vielen Dank.
Und auch die Pleitewelle nimmt so langsam Fahrt auf. Wir haben ja da auch schon über Jahre berichtet halt. Wir haben da über sozusagen, ich will das mal als Krebsgeschwür bezeichnen. Ja, da hat sich so ein Geschwür halt gebildet über die Jahre. Und das wird jetzt, wie gesagt, wirklich bösartig. Und auch das wird 2023 dann endgültig, ja, bösartig werden und in Erscheinung treten. Und ja, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Man kann über dieses Thema unendlich sprechen. Unendlich sprechen, aber es geht mir nur darum, einfach euch die wichtigsten Sachen euch aufzuzeigen. Ja, die wichtigsten Geschäftsbereiche, auch was Immobilien anbelangt. Wir brauchen auch nicht über Gewerbeimmobilien sprechen. Da gibt es jetzt die nächste Krise im Einzelhandel. Ja, das sind Schuhhändler. Ja, das ist dann ein anderes Beispiel. Nach Görz gibt es jetzt andere Firmen, die jetzt auch da gibt es auch Riesenprobleme. Ja, also es ist kritisch, egal ob es jetzt Gewerbeimmobilien sind oder nicht. Immobilien sind problematisch. Das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Wenn du eine andere Meinung hast wie ich, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare hin. Mit einer Begründung würde ich mich darüber freuen. Sie sollte höflich und sachlich formuliert sein. Ich lese mir das alles durch. Ich wünsche allen meinen Zuschauern frohe und gesegnete Weihnachten, friedvolle Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin wie immer raus, sage danke, ciao, euer Alex.